Viele von uns haben Schwierigkeiten, dass sie in Bodyweight-Übungen einfach nicht weiterkommen, dass sie stagnieren oder vielleicht gar nicht ihre erste vollständige Wiederholung wirklich hinbekommen, also den ersten richtigen Push-Up oder den ersten richtigen Klimmzug. Was könnt ihr tun, um daran besser zu werden? Wichtig dabei ist, viele Wege führen nach Rom. Aber das Wichtigste ist, ihr müsst erstmal losgehen, um nach Rom zu kommen. Und wenn ihr unterwegs seid, kommt ihr auch dahin. Es macht wenig Sinn, euch erstmal 20 verschiedene Routen auszudrucken, wie ihr dann nach Rom kommen könntet und dann ein halbes Jahr darüber zu rätseln, welche Route könnte denn die bessere sein, was sagt er über die Route, was sagt er über die Route. Sucht euch erstmal eine Route aus und geht diese Route. Das heißt, ihr braucht eine gewisse Planmäßigkeit dabei, wenn ihr sowas trainiert. Für die Camp-Worker unter euch, in den Skill-Tagen, neben den normalen Workouts, das sind die perfekten Tage, wo ihr daran an diesen Schwächen arbeiten könnt. Was könnt ihr machen? Nehmt euch irgendeinen Plan und versucht, diesen Plan zu trainieren. Der muss noch nicht mal ausgefallen sein. Wichtig sind eigentlich ein paar Grundlagen. Das eine ist, ihr braucht Konstanz im Training. Das andere ist, ihr braucht eine konstante Reizerhöhung. Und das dritte ist, nehmt Variationen dazu. Und diese drei Stellschrauben benutzt ihr, um besser zu werden. Wobei die Konstanz keine Stellschraube ist, sondern eine Grundlage. Ihr müsst regelmäßig trainieren, ihr müsst am Ball bleiben, ihr müsst euch bewegen, um nach Rom zu kommen. Wenn ihr dann trainiert, ist wichtig, dass ihr versucht, den Reiz dauerhaft zu erhöhen. Das erste bei Bodyweight-Exercises ist dann, dass ihr einfach das Volumen erhöht. Macht immer mehr Wiederholungen. Egal, ob ihr jetzt sagt, ich möchte 3 Sätze trainieren, ich will 5 Sätze trainieren, ich mache immer konstante Wiederholungszahl oder versuche, die zu bekommen, oder ich mache eine Pyramide, dass ich hoch anfange und pro Satz immer weiter runtergehe. Einfach vornehmen, von Training zu Training, oder es muss nicht unbedingt der eine zum anderen Tag, aber es muss der Verlauf der Tage darstellen, muss das Volumen höher werden, müsst ihr mehr Wiederholungen pro Training gemacht haben, dann werdet ihr auf jeden Fall auch besser werden. Eine andere Variation wäre, dass ihr in Bezug auf die Reizerhöhung das Tempo der Wiederholung ändert. Bedeutet, dass ihr zum Beispiel bei Liegestütz nicht immer 1 Sekunde runter, 1 Sekunde rauf, sondern ihr geht mal 2 bis 3 Sekunden runter und explosiv nach oben. Das ist eine Veränderung des Reizes und führt wieder mal zu einer Anpassung des Körpers. Das gleiche auch bei Kniebeugen wie bei Klimmzügen. Und sollte dann trotzdem wieder der Moment kommen, wo ihr stagniert, dann greift auf Variationen zurück. Und ihr könnt es auch währenddessen schon einfließen lassen. Das bedeutet, dass ihr mal die Handposition ändert. Bei Liegestützen eng, breit, versetzt. Bei Klimmzügen eng oder breit oder im Kammgriff zu benutzen. Und wenn ihr diese Grundlagen beachtet, die Konstanz im Training, versuchen, die Reizerhöhung kontinuierlich stattfinden zu lassen und auch eine gewisse Varianz in den Übungen einfließen zu lassen, dann werdet ihr besser in den Übungen, wenn ihr sie bereits beherrscht, oder ihr werdet es auch schaffen, eure erste richtige Wiederholung damit hinzubekommen. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App gibt's im App Store.